Seine Fahrt Richtung Racing Tanne, die seit etlichen Jahren die Cap San Diego hier nicht mehr auf Reisen geht mit den rot-weißen Schornstein. Gehörte damals den größten Privaträdern in Deutschland, die Reederei Ginzelbahnhof, das ist die Reederei Hamburg Süd. Mit dahinter steckt unser Puddingfabriker Dr. Oetker, der durch weißes Pulver und Name greift wurde durch Backpulver. Dieses Schiff konnte schon 10.000 Tonnen kombinierte Ladung mitnehmen. Und darunter auch Fleisch aus Argentinien, wurde damals gebaut auf der deutschen Werft in Finkenwerder, wo Airbus ist. Ja, 6 Schiffe an der Zahl, 38 Mann Besatzung mussten alleine auf dieses Schiff raufgehen, sonst hätte die schöne Dame nicht in Fahrt gehen können, die 160 Meter lang ist. 12 Passagiere konnten eine Rundreise mitmachen, denn ab 13 Passagiere muss ein Schiffsarzt mitfahren. Und das wollte der Reeder eben nicht ausgeben, der ist eben geizig. Ab 1962 ging das Schiff auf Reisen, vor über 17 Jahre lang im Persiliendienst, zwischen Nordeuropa, Südamerika, Ostküste. Und was das Schiff geladen hatte, davon wurde damals ein Teil in der Speicherstadt eingelagert, was man heute mal gar nicht mehr tut, weil alles in Container geht. Überwiegend hat sie Brasilienkampi geladen, auch Tabak, Süßöle, Fälle wie Fleisch in Argentinien übernommen. Die Rundreise der 80 Tage dort, die Passagiere mussten 5.000 Mark bezahlen, die Losch- und Beladung an dem die meisten Stämmen übergönnen in Neumühlen, denn die ersten Aufkommen bei Airbus werden schon am Haken genommen und dann in die Hafenbecken rein assistiert, gesteuert. Das schaffen die nicht alleine. Sie sind motorisiert zwischen 4,5 die stärksten über 8000 PS mit Vollsteinantrieb. Dadurch können sie auf 360 Grad auf den Teller drehen mit 3 Mann Besatzung. Und die kostet natürlich eine Menge Geld. Das sind natürlich auch immer andere. Wird das hier auf kleineren Schiffen umgeladen, was sie gleich zu sehen bekommen. Denn die kommen nicht in die Nord- und Ostsee eben, aber auch in den Mittelmeerbereich, wo es kleine Häfen gibt. Da kommen sie nicht hin, da fahren die auch hin. Die fahren auch nach England, Schottland, Dänemark, Göteborg, Helsinki, nach St. Petersburg. Und hier könnt ihr gleich mal sehen, wie ein Containerbrückenfahrer arbeitet. Eine Minute, zwei Minuten ist der Container Bord oder Land. Da kann kein Hafenarbeiter mithalten. Wenn man bedenkt, ein Container kann 18, 36 Tonnen schwer sein. Das ist der 40-Fuß-Container, der 12 Meter lang ist. Der Kleine hat ja nur die Hälfte. Und das geht natürlich auch nach Stauplan. Auch diese Stefan Siebum, der fährt auch nach Helsinki, nach Finnland, war er nach St. Petersburg. Der muss überall in den kleinen Häfen auf die Container weiter verteilen. Und der wird jetzt hier beladen. Denn gestern lagen hier zwei große Containerschiffe und jetzt werden die Container umgeladen. Das geht rapide schnell. Wir arbeiten hier mit Van-Carrier, die mit IPS ausgestattet sind. Ein Taliban brauchen wir nicht, sonst werden sie die Container gar nicht wiederfinden. 2-3 Tage stehen hier die Container rum, da sind die schon wieder verschwunden. Da kommt die nächste Ladung an. So geht das. Alles läuft über EDV-Anlagen. Bei den ganz großen Containerschiffen, die können ja 7-8 Lagen hoch die Container stapeln. Und jeder Breite 20 bis 26 Container werden nebeneinander gestellt und 2 Drittel der Ladung unter den Deck gestaut. Und die haben schon einen Tiefgang von über 16 Meter. Bevor sie nach Hamburg kommen, werden einige Container schon in Rotterdam rausgeschmissen. Der Rest hier im Hafen. Denn bis 15 Meter und 10 mit dem Tiefgang können wir die Schiffe reinlassen. Hier sehen wir einen 40-Fuß-Container aus China. Da seht ihr. Da kann alles Mögliche drin sein. Perserteppiche, Seide, Schuhe. Das wird alles in Container transportiert. Und das macht die Ware so billig. Wir brauchen keine Lagerhäuser mehr. Das sind alles Haus-zu-Haus-Container. So sieht das aus. Wir brauchen viel Stellfläche für den Container. Denn hier im Hafen werden über 9 Millionen Container umgestarkt. In Rotterdam über 11 Millionen. In Shanghai über 2. Nach meiner Ausbildung wollte ich mich damals auch bei der Marine bewerben. Und bei einem Vorstellungsgespräch wurde die erste Frage mir gestellt, ob ich überhaupt schwimmen kann. Ich habe mich schlapp gelacht.
den Oberhäuptling von der Marine, den habe ich erstmal einen Vogel gezeigt und habe gefragt, ob er nicht ganz dick ist. Warum soll ich denn schwimmen können, wenn der Schippe hat? So was Dummes habe ich noch nie gehört. Natürlich kann ich schwimmen und das gibt so meine Ausbildung mit dazu. Und ich war der beste Schwimmer der Klasse. Ich habe und hier in Hamburger Umland zu unserer Druckerei gebracht. Rein nur für Pressezwecke, damit wir jeden Tag die Zeitung lesen können, wird weit über 200 Tonnen verbraucht. Da sind die großen Papierroller drin. Oder gesetzt in Ordnung gebracht. Der Abnahme war später der Mann vom Gemahl Schleut. Das ist der von TÜV, sind keine Mängel mehr festzustellen. Da wird ein neues Zertifikat ausgestellt. Das Schiff ist ja weitere 5 Jahre versichert. Hier haben wir ein Containerschiff aus den Niederlanden. Die haben wir gerade ausgedockt. Da werden noch kleine Reparaturen durchgeführt. Da ging der 10-Mann Besatzung rauf. Der kann 2004er Container laden. Auch die werden im Nord- und Ostseebereich eingesetzt oder im Mittelmeerbereich. Die fahren nach Portugal, Spanien, nach Griechenland, ja auch ins Schwarze Meer. Bei diesen Schwimmdocks an der Norderwelt können Schiffe aus dem Wasser heben, von einem Eigengewicht von 40.000 Tonnen. Es gibt 3 verschiedene Dockarten, außer Schwimmdocks, Trockendocks, verfügen wir außerdem über die heiß beliebten Hotdocks, die man an den Landungsbrücken bekommt oder in Dänemark. Wir verlassen jetzt den nördlichen Reiherstiegkanal, fahren eben aufwärts. Von der Kehrwiederspitze an bis zu den Norderelbbrücken haben wir eines der größten Baustellen Europas. Das ist die Hafen-City. Hier wird ein neues Stadtviertel entstehen und neue Arbeitsplätze geschaffen. Unser Sorgenkind, die Elbphilharmonie, hat bald ein Ende. Die wird ja hier gebaut auf den ehemaligen Kai-Speicher. Das war mal Europas größter Kaffee-Kakao-Speicher. Auch der wurde ja überflüssig durch den Container. Da konnten die Schiffe direkt an der Kai-Anlage anbinden und da fielen keine extra Transporte an wie in der Speicherstadt. Da muss die Waren in kleineren Lastenkähne umgeschlagen werden. Zweitens muss man immer laschen und über die Heckklappe. Alles, was Räder hat, wird in den Laderaum hineingefahren, auf mehrere Decks verteilt. Der hat hier eine Liegezeit von 16 Stunden. Und wenn er beladen wird, darf er nur einen Tiefgang haben von 10 Meter. Er muss ja immer an den St. Pauli-Landungsbrücken vorbei, wo sich der eine Elbtunnel befindet. Und da muss er immer weg. Das ist ein Conroe-Schiff, ja. Das Schiff ist 280 Meter lang, Breite 32 Meter. Der hat noch die Panama-Klasse. Denn die können ja auch mal andere Fahrrunden unternehmen. Und der geht heute noch raus. Hat Heck- und Bugstrahlruder. Und dadurch werden die teuren Schleppkosten eingespart. Und in fast 40 Meter Höhe da oben ist das Salinen-Rettungsboot im Heckbereich. Das hat man eben gerade zu Wasser gelassen, als nicht da hinten. Und wenn so ein Schiff in Seenot geraten sollte und die Besatzung steigt da ein, das Rettungsboot wird nur ausgeklinkt und kann nicht an der Bordwand zerschellen. Da sagt der Hersteller, zu 98% wird die Besatzung immer wieder gerettet. Und sie können immer wieder zum Friseur oder zum Zahnarzt. Die Heckrampe, die wird hinten auf die Kai-Anlage runtergelegt. Damit wird die Landverbindung hergestellt. Und alles, was Räder hat, kann man über die Heckrampe in den Laderaum hineinfahren mit einem Gewicht von über 150 Tonnen. So sieht ein Conroe-Schiff aus. Dahinter kommt ein Autotransporter, ein Japaner, ein Nickliner. Sehr beliebt in Japan auch die Mercedes. Genau wie die Japaner ist das heute noch ein Statussymbol von uns, ein Mercedes. Nur die Japaner, die haben unheimliche Parkplatzprobleme, wie Sie wissen, wenn Sie in Japan ein Auto anmelden wollen beim Verkehrsamt,
dann müssen Sie einen Parkplatz vorweisen, sonst bekommen Sie keine Fahrerlaubnis. Der geht heute noch aus. So sieht ein Autotransporter aus. Und dahinter die jede Menge Leercontainer von der Merx-Reederei. Ist ja die größte Reederei der Welt. Die haben über 700 Schiffe weltweit in Betrieb. Die auch Hamburg anlaufen, die Großcontainerschiffe, die werden woanders abgefertigt. Das ist das Saale-Port-Zentrum. Kühlhäuser Baumwinning, es gibt Kühlcontainer. Und die Früchte, die überwiegend aus dem Ecuador kommen, aus Mittel-Südamerika, aus Costa Rica, Mittelamerika, 11 Tage ist das Schiff unterwegs. Wenn ihr mal 30 Millionen Bananen abgeben, dann bieten wir auch Bandballons an. Und jetzt kriegen wir die Speicherstadt zu sehen, wie versprochen. Unser Weltkulturerbe ist das jetzt geworden, dann an einer Zollkreuzer. Ja, die Brücken sind über 130 Jahre alt und werden ständig geprüft. Hier von Landesbetrieb. Ja, die Höhenretter. Die Minuten werden wir am Kajenbin haben, wieder anliegen dort, wo wir gestartet sind. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß gehabt, wir nun haben zu schippern, denn auch ich möchte mich so ganz langsam von Ihnen verabschieden. In Hamburg sagen wir ja Schlickau. Dankeschön. Danke, danke für das schöne Geräusch. Bitte warten Sie so lange im Aussteig, bis Sie das Millionenprojekt eingepackt haben. Und erst wenn die Bankkasse fest ist, geht immer als erstes an Land der Kapitän. Das hat der italienische Kapitän uns vorgemacht von der Koska-Reederei. Und wenn es Ihnen Spaß gebracht hat, können Sie mir es ruhig wissen lassen. Am Ausgang der Treppe liegt da noch eine weiße Mütze von mir. Und wenn Sie ein kleines Kaffeegeld überhaben, ist alles freiwillig. Da würde man sich auch freuen, denn man hat schon ganz trockenen Hals. Da sehen wir, das sind die alten Zollstationen, da haben wir Sonnenschirme aufgestellt, da können Sie schön speisen gehen. Was jetzt hier in der Speicherstadt los?